So, willkommen zurück. Auf dem Weg zu den, zu der Datenstation. Schauen wir uns hier mal ein wenig um. Aha, hier ist also nichts. Und in der Vergangenheit, obwohl, warte mal, da oben ist noch ein... Wie komme ich denn da oben hin? Warte mal. Komme ich da oben irgendwie rauf? Okay, auch mit Zeit verlangsamen geht es nicht. Komme ich nicht rauf. Ich dachte, man könnte da vielleicht irgendwie... Irgendwie vielleicht raufspringen, aber naja. So. Mal schauen. I think I found the data center. Okay, but I will not leave you in here. I promise. Wait, so no waypoint? Alex? Are you there? Okay, er antwortet schon nicht mehr. Great. Toll. Das vermag nichts Gutes heißen. So, wir brauchen einen Schlüssel. Wir werden wahrscheinlich irgendwo Wachen sein, die den Schlüssel haben. Auch geil, dass einige Wachen den Schlüssel von der Vergangenheit in der Zukunft haben. Finde ich sehr interessant. Okay, hier läuft eine Wache rum. Okay, der ist relativ easy, weil er alleine ist. Den Schlüssel jetzt? Nein, wir haben den Schlüssel nicht. Wer hat den denn dann? Hör auf. Boah, wie das alles glänzt hier und leuchtet. Ist ja... Hätte aber einer ganz schön viel Politur benutzt. Wir haben gar keine Brüste. Fällt mir gerade mal auf. Entschuldigung. Ich, ja. So, wie kommen wir denn? Ah. Ach, wir müssen die... Wir mussten die Tür aufschalten. Okay. Ah, was eine coole Gameplay-Mechanik bei dem Spiel. Zwei schon mal weniger. Was, wo ist... Na, komm her! So, damit haben wir die schon mal. Ich konnte irgendwas interagieren. Hier. Klick. Alex? Can you hear me? Not even in this time period. Alex, I can see the data terminal, but it isn't letting me in. It's asking for a passcode. That makes sense. The deeper you go in the base, the tighter the security. So what do we do? Count on human error. I work at a tech company. No one leaves a passcode to memory without writing it down somewhere. Notepad, a sticky note. Just look around. This place is a mess. I can check in the past, though. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde nicht so auf den Chat eingehen, nicht böse sein, weil ich ja, wie gesagt, hier im Live-Let's Play bin für YouTube. Aber ich kann mal kurz die Geschichte kurz zusammenfassen. Wir haben Alex hier verloren in der Basis, müssen Alex finden und wir haben hier versucht einzudringen, um herauszufinden, was mit unseren Eltern ist. Und wir haben übernatürliche Kräfte. Haben wir auch herausgefunden. So, warte mal. Wir können also in die Zeit reisen. Okay, ich brauche den Sicherheitscode. Und da kommen wir nicht rein, da brauchen wir einen Schlüssel für.
Jetzt geht es erstmal darum, herauszufinden, wie wir hier weiterkommen. Ich schau mal eben kurz in die Vergangenheit rein, ob wir hier irgendwie... Hier vielleicht? Von da sind wir gekommen. Warum springt ihr nicht da hoch? Ich glaub's ja wohl. So, warte. So und so. Ja, zack. So. Geht's hier vielleicht rein? Nein, okay. Jetzt sind wir zwar hier oben, aber ich glaube, das bringt uns gar nichts. Und hier müssen wir hin. Ich werde nochmal zurückgehen. Ein blauer Raum. Ist ja interessant. Was war das? Okay. Und hier brauchen wir auch ein... Nee, ist abgeschlossen. Hä? Verstehe ich nicht. Survival! Okay, das können wir alles aufnehmen zum Werfen, aber das bringt uns jetzt gerade irgendwie nicht weiter. Oder wir müssen... Warte mal, ich probiere mal was. Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte, das könnte vielleicht irgendwie klappen. Ah, guck mal hier. Ah, den Passcode haben wir gefunden. Sehr schön. Sauber. Finde einen Weg zu Alex. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Muss ich nur genauer... Oh, I'm in trouble. Why is he so padded? Warum ist er wohl so gepolstert? Alter. Der wird wieder aufstehen, denke ich mal. Ciao. Das gibt's nicht. Ciao. Wie war das nochmal mit den Kugeln? Wie war das nochmal mit den Kugeln fangen? Wieso kann ich denn diese Kugeln nicht fangen? Das gibt's doch nicht. War das L1 oder L2? Mach die halt mit dem Fernseher fertig, ist mir egal. So. Also, Kopf im Sand stecken, klingt für mich anders, aber... Okay, ich will's gar nicht wissen. Aber der war cool, ohne Spaß, der, ja. Heidewitzka, Herr Kapitän, ich steck mal den Kopf in die Decke. Finde ich gut, bin ich ein Freund von. Alex, I made it through. Alter Schwede. Great. You're looking for some kind of detention area. So. Okay, da müssen wir hin. There's a door. It's locked or jammed or something. Okay, okay, I got the map file off your smart glasses. There is a way through, but you're not gonna like it. Add it to the list of things I don't like about today. Okay, look for an air vent up near the ceiling. Okay, I see it. That's your way in. The guards are coming back. Please, don't hurt me again. Hey. Hang on, Alex. I'm coming for you. I'm coming for you. Did it, I came for you. Warte mal, ich glaube, wir müssen erst hier rauf. So, und jetzt müssen wir, glaube ich... Ja.
so? I came for you. I came for you. Ich spiele das so, als hätte ich nie. Ich spiele das so, als hätte ich nie was anderes gemacht, ne? Komischerweise. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich damals Mirror's Edge 1 gespielt habe. Und das mich auch unheimlich so daran erinnert gerade. Stufe 9 in der Dunkelheit. Du kannst durch Telekinese, Halten von Objekten, eintreffende Kugeln abwehren. Mhm. Funktioniert bei mir nur irgendwie komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum. Das Spiel mag mich so nicht. Naja, wir schauen mal. Alex, if you can hear me, I'm in. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Alex, glaube ich, sogar mitspielt bei der ganzen Sache. Verlangsamt der Zeit, verbessert, was? Deine ja, ist doch mal gut. So. Laufe ich hier richtig? Okay, da unten sind Wachen. Die uns anscheinend. Kann es sein, dass die. Ah, nee, geht, funktioniert. Ich dachte schon. Boah, ist es wieder hell. So. Na, ob ich da jetzt runter möchte? Ich weiß es noch gar nicht. Ich gehe erstmal hier gucken, ob wir hier noch einen anderen Weg finden. Okay, hier kommen wir nicht durch. Kann ich auch nichts mit Telekinese anrichten. Boah, wie hell das manchmal ist, ne? Hilfe, ich bin erleuchtet! Entschuldigung. So. Dann schauen wir mal. Ich habe so ein bisschen Angst. Okay, hier ist zu. Wie sieht's denn in der anderen Welt aus? Ah ja, sehr interessant. Bisschen gruselig, ne? Erinnert mich auch gerade ein bisschen an Dishonored. Da ist wieder ein Hinweis oder beziehungsweise ein Collectible. Komme ich da? Kann ich die Tür bewegen? Okay. Frage beantwortet. It's a child's teddy bear. It looks like it was loved. Das ist bestimmt Ted gewesen. So. Das sind alles so Gefangenenzellen. Alter, was geht denn hier ab, bitte? Kann ich denen irgendwie helfen? Ich würde dir gerne helfen, Kumpel, aber es geht nicht. Was hat der für komische Finger? Ich bin Mr. Krüppelfinger. Hey, Benzinkanister. Kann man immer gut gebrauchen. Ein paar Klorollen. Hier wird ordentlich geschissen. Ja, ja. Einen anderen Weg finden. Guck mal, schon sind die Klorollen weg. Wie soll ich denn bitte einen anderen Weg finden? Ach hier, guck mal an.
Oh oh. Herzlich willkommen zum Let's Play Outlast. Guck mal, das sind die Zellen von Outlast. Silky, Silky, Silky. Nurse, Nurse. I need some help, so getting clean. Wie krass. Das Spiel verkörpert mehrere Spiele in sich. Ciao. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier zum Fahrstuhl, denke ich mal. Oder? Ne, warte mal. Ne, da oben müssen wir hin. Okay. Coole Musik. Coole Musik. Macht es spannend. Ging nochmal gerade so eben gut. Okay, hier waren auf jeden Fall... Hier komme ich gar nicht rein. Oh nein! Was? Scheiße, habe ich ganz vergessen. Da oben ist ja gar keine Brücke, aber da müssen wir irgendwie hin anscheinend. Das war nichts. Du hast dich verhört. Wie komme ich denn da drüben hin? Das ist wieder der mit dem Krüppelfinger. Okay, die suchen schon. Die sind schon sehr aufmerksam gerade. Hallo? Wie komme ich denn bitte hier rein? Okay, hier könnte ich zwar stehen. Warte, aber ich probiere es mal. Acht von 36 Geheimnissen haben wir erst gefunden. Ist ja übel. Okay, wir müssen auf jeden Fall da drüben hin. Boah, schaffe ich das überhaupt? Alter. Sehr geil. So. Hätten wir das auch? Ja, ich würde sagen, für YouTube machen wir eine kleine Folgenpause und du schaltest dann auch demnächst wieder ein. Wenn es hier weitergeht bei Heroes Reborn Gemini, glaube ich, heißt es. Und würde sagen, dann gehen wir dann hier an der Stelle weiter und es bleibt spannend. Bis dann. Ciao.